Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Stardew Valley. Okay, steht dieses Mal keine vor der Tür, ich habe schon drauf gewartet. Ich verkaufe jetzt hochwertigen Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald. Boah. Nice. Naja, so neu war das jetzt nicht, obwohl Knoblauch dazugekommen ist. Jo. Brauchtest du irgendwelche Pflanzen hier? Irgendwelche Früchte von den Bäumen? Nee, kannst du alle einmachen. Die kannst du alle einmachen. Ist das schön, nicht gießen zu müssen. Ja. Oh. Ich habe außerdem einen Zaun weggemacht, der kaputt war. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Wie viel kostet denn so ein Zaun? Ich habe doch Zäune. Achso. Aber wo? Wo hast du den Zaun kaputt gemacht? Unten bei den Kühen. Außer Äpfel. Waren da Äpfel mit bei, nee, ne? Ist irgendeine Äpfel. Kuh ausgebüxt? Ne, Äpfel noch nicht, ne. Äpfel brauchen wir. Ich glaube, alles andere haben wir eigentlich. Da unten ist noch eine kaputt, aber das kann ruhig warten. Hä? Bei den Kühen. Ich habe doch eben gerade alles abgeguckt. Ja, muss ja wohl gerade eben kaputt gegangen sein. Ich hätte das bestimmt. So, soll doch irgendwas hier kaputt gehen? Nein. Wenn denn jetzt? Ich habe sie noch in der Hand. Wahrscheinlich morgen früh 20 Stück im Arsch. So, das kann sein. So, dann wollen wir mal. Oh ja, die hatten ja draußen ein bisschen was zu fressen. Dann dreh dich um und da ist die Kuh. Ja gut, Äpfel haben wir ja noch nicht. Gehen wir mal kurz rum, ob ich hier was finde. Mir gestern auch nicht möglich gemacht. Hast du die Eier rausgeholt? Nee, ne? Ja. Ich habe die besonders im Wetter. Ich habe vergessen, eine Mayonnaise reinzupacken. Oh. Ich habe gleich noch. Schlimm, diese Leute hier. Moin, Linus. Wie geht's dir stets ab? Ich könnte auch mal kurz rumgucken. Oh, ich habe mal das Schwert gefunden. Okay. Mama, guck doch mal, eine kleine Spielpause. Oh, danke. Du hast das ganz super aufessen. So kriegst du kein Mittagessen. Kniete. In die Stadt. Ein bisschen hätte auch Geruden und sowas mitnehmen können. Aber das antike Schwert, das kein Tipp für Günther, ne? Kann ich das da schon mal abgeben? Molke da! Möchte was dem Museum spenden? Packen. Oh super, du hast es schon aufgegessen. War wirklich lecker. Oh danke. Und extra noch Pizza dazu. Mit einer Erdbeere. Hat er ja eine Belohnung? Ja. Okay, nochmal kurz schnell Strand absuchen. Dip, did it, did it, did it, did it.
Tete, moinsam. Leben, ein bisschen Leben muss sein. Ausdauer und Herzmuschel. So, noch mehr? Nope. Das war's. Aber dann müsste bald ja mal wieder Gewitter kommen. Gewitter. Ja, eigentlich schon. Und dann noch ein bisschen Marmelade einmachen. Ich habe auch ein bisschen Lauch gefunden. Und ein Blümchen. Es ist 16 Uhr und wir haben alles erledigt. Wundervoll. Das Leben ist so schön. Wenn man nicht gießen muss. So. Da macht hier schon wieder irgendwas weg. Ja. Ein bisschen Unkraut. Soll ja hier vernünftig aussehen, ne? Bist du schon Müllgammeln gewesen? Interessiert mich doch nicht, ob du das toll findest oder nicht. Eine Mülltonne. Misa wurde erwischt. Wo brauchen wir die noch? Brauchen wir irgendwas noch von? Okay, dann können wir den da mal reinschmeißen. Den da. Na toll, wo ist denn die olle Britschke? Weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wen du suchst. Mani. So. Wieder alle mal rein. Mani, wo bist du? 58 Samen. Eigentlich müssten wir noch unten um die 2-3 Felder machen und dann. Oh, diese gemischte Samen. Nein. Ja? Ja, moin. Moin. Wie soll's mir gehen? Ja. Ist immer noch dieses komische Gefühl unten. Wachaya! Nee, Papa ist das nicht. Geloten. Ja. Achso, ich muss ja noch die Krabbenbräusen voll machen. Misa, du musst dich hinlegen. Du bist ganz hier wieder irgendwo weit weg. Ich kann dich leider auch nicht ins Bett verbrachen. So. Anderes noch zum Vollmachen. Das ist gleich wieder unser ganzes Geld weg. Hat ja eigentlich alles eingekauft, also eigentlich könnten wir, bevor es nämlich jetzt gleich dunkel wird, schaffe ich das noch? Ich glaube, wir schaffen noch. Ich glaube schon. Den Tresor mal eben kurz fertig machen. Hast du ihn abgewimmelt? Oh, das ist ja nicht einmal nur. Ey, ich mach jetzt auf lautlos, ey. Dass er nicht einfach nach Hause kommen kann, ohne anzurufen vorher. Zumindest die Nachricht schicken oder so. Ich komme jetzt nach Hause.
Nein, er muss ständig anrufen, weil er genau weiß, dass die Kinder genau jetzt im Bett gehen. Hm. Dieses Aufstoßen geht mir tierisch auf den Sack gerade. Bitte ich. So. Okay, so noch mal gucken. So, das ist auch fertig. Jetzt wird der Bus repariert. Was hast du gemacht? Die 25.000 bezahlt. Ah ja, gut, ich habe ja gesagt, weil wir alle Fälle so voll haben, darfst du. Ja, habe ich jetzt bei ihm gemacht, dann ist der Bogenfuß fertig. Aber wahrscheinlich kommen wir da noch nicht durch, weil wir noch keine Batterie haben. Wahrscheinlich. Ich aber weiß dafür habe ich dieses Gebiet. Wo ist denn der Käse? Was für Käse? Den Käse, den ich heute Morgen reingemacht habe. Die Milch, die ich mir heute Morgen immer die Käse-Dings reingemacht habe. Ein Käse ist hier drin und der andere Goldkäse ist im Kühlschrank. Wir wollten noch nicht mehr sammeln. Deswegen habe ich jetzt bis 20 gelassen und dann habe ich die verkauft. Okay. Ja, okay. Wusste ich nicht mehr. Ach so. Hab ich wieder vergessen. Alles gut, ich hole die einfach runter da und dann passt das schon. Haben wir jetzt hier Diamanten? Ja. So. Und schon müssen wir immer wieder arbeiten. Wir fertigen jetzt Diamanten und dann kommt das Geld sowieso von alleine. Ich habe keine Ahnung, wie viel der bringt. Es wird spät. Echt? Ja, also mal komm an, ne? Da! Oh, zwei Blümchen. Jetzt ist der Morgen fertig. Wisst ihr, da haben wir auch noch ein bisschen Geld gekriegt. Ach, Pupsi. Tür zu. Tür zu. Pizza, dann komm ich. Könige der Soßen. Oh. Neues Rezept. Richtig auch. Irgendwas kitzelt mich da die ganze Zeit an der Nase. War das jetzt Aprikosen, Kirsche? Lachsbeere. Das hat ja nichts mit dem Lachs zu tun, das hat ja einfach nur was mit der Beere zu tun. Alter Falter! Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist? Schön, dass der Bus repariert ist, aber unser Zaun total uiuiui ist. Das Ticket für die Kaliko-Wüste kaufen 500 Gold. Aber anscheinend geht das ja jetzt denn. Bitte komm zurück, wenn der Busfahrer da ist. Wo ist der Busfahrer denn? Kommt Pam? Die kommt doch erst so ab 12 Uhr. Pam! 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 Pam, 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 Pam. Eine Glücksmahlzeit. Ich habe eine Glücksmahlzeit gefunden. Nein, ich will dieses blöde Ei nicht essen, Mann. Jedes Mal dieselbe Kacke, ne? Oh. Okay, nichts mehr da. Oder kommt die erst um 9? Um 9 Uhr ist die, glaube ich, noch nicht nüchtern. Warum sind hier nur 3 Kühe? Ach, da ist nochmal 4. Bist du mal irgendwas fressen gegangen, ja? Blöde Kuh. Blöde Kuh. Hab mir Sorgen gemacht, Mann.
Oh. Mein Charakter ist so doof, um die Kuh zu melken, ey. Pam, 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 Pam. Weiß Pam das überhaupt schon, dass er da langfahren kann? Kann sie da langfahren? Ich weiß nicht. Pam! 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 Warte! Alter! Pam! Pam, 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 Pam. Ticket kaufen. Okay, man kann da nicht mit dem Bus fahren. Oh, ich glaube, der Bus verliert Öl. Bin mir aber nicht sicher. Moin. Nee. Teleporter, Totemwüste. Dreifacher Espresso. Oha. Megabombe, Bombe, Stoff, Teleporter, Totem, Schmetterlingsstall. Oh. Was kaufst du schon wieder? Ich kauf gar nichts. Ich hab nur nachgeguckt, was die hier im Angebot haben, Mann. Ich hab doch gerade gesehen, dass hier unser Geld weniger wurde. Ich hab nichts gekauft. Herr Jesus. Wie komme ich da unten hin? Gar nicht. Ja, irgendwas soll hier aber neben der Bank sein. Ah, hab's gefunden. Merkwürdige Puppe. Ich hab ne Kokosnuss. Ich auch. Und diese Würmer. Moin. Kunde. Hi, willkommen in Sandy Oase. Das ist auch so ein neuer Hofbesitzer, über der Emily gerade geschrieben hat. Funktioniert die Busse hier Richtung Sternneutal wieder? Oh, ich bin so froh. Ja. Das ist wunderschön. Stimmt, wie kommt man eigentlich da hinten rein? Muss man damit ihr befreundet sein oder sowas? Kaktussaat. Brauchen wir Kaktussaat? Ich nehme an, du hast auch schon ein bisschen was gekauft. Das hier eigentlich? Ich habe noch nichts gekauft. Ich war gerade in der Totenkopfhöhle. Hm, und? Ja, nee, danke. Ein Kunde, Sandy. Ich habe so wenig Kunden. Armes Ding. Okay, ich muss raus. Ah. Haha, nein, bin verlassen. Jo. Tschö. Kann nur drin gepflanzt werden, aha. Was? Was ist das denn? Wie muss man hier hin, wenn das gewittert oder was? Das ist hier jetzt auch mit drin. Okay. Okay. Müsste man echt mal nachgucken. Sonst haben wir alles, ne? Ja. Rum, rum. Was waren? Dann brauchen wir eigentlich nur Kürbissaat, ne? Ne, nicht Kürbissaat, sondern Kaktussaat.
brauche ich irgendwie denn hier noch? Ja, aber können wir erst machen, wenn wir die Dingsen haben. Ja. Die... Und sag schnell. Weil die Kaktusfrüchte, die bringen mich, glaube ich, richtig viel ein, ne? Merkwürdige Puppe, Artefakt. Aber es ist ein Fragezeichen unter. Weiß nicht, ob ich die jetzt Günther geben muss. Keine Ahnung, warte mal, habe ich die denn schon? Gesamt gefunden 2. Achso, ja. Okay. Die bringt 1000. Ja, Jesus. Merkwürdige Puppe. 100 Energie, 500 Gesundheit plus 3 Glück. Oh, hi. Was willst du da jetzt reinpacken? Studiensaat. Mehr soll das gar nicht werden. Okay. Ich hab jetzt erstmal in der Wüste Sternfruchtsaat geholt. Ja, da muss man aber ganz genau aufpassen mit. Wieso? Ja, ich glaube, die könnten relativ schnell eingehen, die Teile. Pflanzen Sie sie im Sommer, wächst in 13 Tagen heran. Okay. Dann rote Beete habe ich geholt für den Herbst. Wobei ich glaube, okay, ich habe zu wenig geholt. Oh. Ach ne. Nein. Da. Oh, das Bier ist gerade fertig geworden. Die können wir da reinpacken. Brauchst du irgendwie Kaktusfrucht oder Kokosnuss? Kaktusfrucht? Weiß ich nicht. Muss mal kurz reingucken, ob der Baum da bei juckelt. So, das Bier ist fertig. Nee, die gönnen da nicht rein. Die gönnen da rein. So. Also das Bier bringt 300 ein. Das gibt also ordentlich so. Nö, brauche ich anscheinend ja nicht. Bin dann meine irgendwo habe ich das doch. Ne, okay, Blumenkohl. Da brauchen wir noch diese 5er. Ja, gut, da. Das kommt jetzt ja alles. Dann kommen ja Äpfel und hast nicht gesehen. Okay, gut, dann können wir es alles kaufen. So. Ja, ich war bei den Fledermäusen drin. Ach so, stimmt. Da war ich jetzt auch gerade nicht mehr. Also ist Wiederholung. Ja. Ja. Bei den Jungs gleich mal wieder, oder was ist das hier? Okay, das war's für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.